Sand, Steine, Menschenleere, soweit das Auge reicht. Streng weht der Wind über die Piste, in der ich mit meiner Afrika Twin feststecke. Ich grab mich immer tiefer ein. Das alles in einem touristischen Hotspot Nordafrikas, der Sandwüste Marokkos, Erg Chebbi. Herzlich willkommen in diesem Video, welches euch mitnimmt auf das sandigste Abenteuer meines Lebens. Ah! Muss mal Pause machen. Alter, wir haben erst 10 Kilometer. Und die Erfüllung des Traumes, mit der Reise-Enduro durch die Wüste zu fahren, zu schieben, laufen und fallen. Marco! Guten Morgen. Die Sonne geht auf. Ich habe gerade schon ein paar Kamele vorbeireiten sehen. Um 6 Uhr ertönt an diesem Morgen der Muezzinruf über die Dünen. Umliegende Hähne stimmen mit ein. Ein neuer Reisetag beginnt und ich erwache direkt neben den Dünen des Erg Chebbi. Der jetzt noch so knallig orangene Sand wechselt seine Farbe, je nach Tageszeit und Wetterbedingungen. Guck mal da hinten, die Kamele, die kamen ja gerade aus der Wüste wieder zurück. Viele Touristen buchen eine Kameltour, übernachten in einem Berberzelt mitten in der Wüste und reiten am nächsten Morgen wieder zurück, wobei sie den faszinierenden Sonnenaufgang schaukelnd vom Rücken der Kamele beobachten. Ein paar Meter neben der Karawane stehen unsere Zelte und Motorräder unter Palmen. Ein richtiger Glücksgriff, der Campingplatz. Aber ich habe mich gewundert, der Sand ist erstaunlich hart unterm Popo zum Schlafen. Ich muss mal nächste Nacht mein Schaffell unter meinen Hintern klemmen. Der dünnen Isomatte, das merke ich schon. Findest du das vergleichbar mit dem, wie die Wüste Gobi ist? Nee. Gut, Wüste Gobi waren wir jetzt aber auch nicht so wirklich tief drin. Wir hatten auch nicht so viel Zeit, das richtig reinzufahren. Ne? Okay. Aber hier ist auch schon ein ganz anderes Flair. Ich bin begeistert. Marokko hat echt was zu bieten. Da hinten sind noch mehr Kamele. Oh ja. Leute, wartet, ich kann euch noch filmen. Wahrscheinlich ist das jetzt noch die einzige Tageszeit, an der man das machen kann, ohne dass man total gebraten wird, ne? Ein kleiner Morgenspaziergang in der Wüste tut auch zu Fuß ganz gut. Kühl. Ja, und voll angenehm. So ein bisschen wie so ein Peeling, ne? Ja, genau. Volker, meinst du, man muss hier auch schon aufpassen mit Schlangen und Skorpionen? Man sieht ja schon Tierspuren hier, aber das sind, glaube ich, so Vogelspuren. Und irgendwelche Hunde. Auf jeden Fall ist hier ganz schön was los. Eingegraben. Treibsand. Ich glaube, ich werde heute nur Wasser trinken. Ich muss mal alles rausspülen. Echt? Oh, krass, ey. Am besten nur Wasser, sonst nix. Aber du nimmst immer noch Kohletabletten? Ja. Aber ich glaube, es bringt auch nichts mehr, weil ich eh nichts mehr im Darm habe. Außer Wasser, Kohle. Und das Krasseste ist hier mitten in der Wüste 4G, Freunde, 4G. Daran merkt man, dass es hier touristisch sehr erschlossen ist. Jedenfalls mehr als dort, wo wir an unserem zweiten Tag hier waren. Da hat es nämlich kein Netz mehr. Es ist noch vor 9 Uhr
Und vor mir kniet schon ein Mann. Ich kann auch ein Video machen, bitte. Nein. Doch, mach ich mal. Nein. Sag mal was Schönes. Volker, ich bin total verpennt. Ist egal. Mach kein Video, bitte. Der Wind ist schon echt ein cooler Baumeister, ne? Guckt euch mal die Kante von der Düne an hier. Das sieht so cool aus. Mann. Ich wollte es schöner machen. Ich hab's einfach verschlimmbessert. Das ist noch zu früh. Wie soll man das denn jetzt wieder wegmachen? Motorrad. Oh Mann. Bin hier mit dem Motorrad reingerettet vor der Arschkarte. Meinst du? Hier kommt ja gar nicht mehr weg. Ja, Volker, dann müssen wir dich wohl jetzt hier lassen. Ich bringe dir zwischendurch auch Brot vorbei. Ach nee, du wolltest ja keins mehr. Na, dann auch das nicht. Aber Wasser. Weißt du noch, beim Schraubenlösen? Was damit? Wer hat mehr Power in den Armen? Caro oder ich? Ja, du natürlich. Ne, ja, jein. Kommt drauf an, ne? Kommt drauf an, welche Muskeln du gerade benutzt, ne? Die Schraubenlösemuskeln, weißt du das noch? Also ich glaube, ja, okay, Oberarm könnte vielleicht meiner ein bisschen mehr sein als deiner. Das wollt ihr nicht sehen. Komm, Markus, gib alles. Dafür war ich nicht vorbereitet. Jetzt kommt Volker. Und manche haben hier nur so Winkfleisch, ne? Da machst du so, dann wackelt das hier, so Wackelfleisch. Wie heißt? Jetzt mach schon, komm. Zeig dein Bizeps. Eieiei. Das ist gar nicht viel. Aber ich glaube auch, Motorradfahren macht echt... Also ich habe das richtig gemerkt, der Oberkörper beim durch den Sand fahren und so, der arbeitet ja auch wahnsinnig, ne? Ja, ja. Das macht schon was aus. Wo bin ich denn dann bitte lang gefahren? Er ist auch schon wach hier. Mac-Käfer. Willst du auch in die Wüste? Da hast du aber noch einiges vor dir, Freund. So ein langer Weg. Er hat sich doch fürs Motorrad entschieden, ne? Kann ich gut verstehen. Für unsere bisherige Route durch Marokko haben wir deutlich länger gebraucht als angenommen. Die abenteuerlichen Pisten haben Zeit gekostet. Jetzt machen wir uns Gedanken, wie es weitergeht. Ja, überhaupt du da bist. Das müssen wir machen. Also hier rüber, so. Ist da auch nicht die Todra-Schlucht? Ist doch auch da, oder? Jo, wir haben uns jetzt gerade dazu entschlossen, Marrakesch links liegen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es einfach zu viel ist für die 7 Fahrtage, die wir dann noch haben ab morgen. Wir schaffen nicht alles, was wir sehen wollten. Wir müssen zwangsläufig nochmal wiederkommen, was ja auch nicht schade ist. Also Marokko ist auf jeden Fall etwas, wo man sich viel Zeit für nehmen kann. Deswegen, genau, sagen wir genießen wenigstens das, was wir jetzt hier haben in vollen Zügen und machen uns da jetzt keinen Druck mit alles sehen auf einmal, sondern ja, alles mit ein bisschen mehr Tiefe, mit ein bisschen mehr spannenden Straßen auch und nicht einfach nur so durchballern, Hauptsache einmal überall einen Haken hintergemacht zu haben. Ja, deswegen geht es dann heute einen kleinen Rundkurs um die Erg-Chabi. Das ist also der Rundkurs. 100 Kilometer sollen das sein, Distanz 103. Okay. 70 Piste. Jetzt können wir uns mal eben schlau machen, inwieweit das fahrbar ist für uns. Merzouga Sagora. Da hatte der Schweizer gestern davon gesprochen. Die Route für die heutige Tour haben wir übrigens aus diesem Buch von Sabine und Burkhard Koch entnommen. 193 Kilometer gefahren seit dem letzten Tank. Ne? Also wir haben eigentlich noch 100 Kilometer drin. Also wir haben das Doppelte, als wir brauchen. Wenn wir vielleicht noch Wasser für die Tunnelkonzepte fassen sollten, können 5 Kilo wirklich nicht fahren. Jedenfalls voll machen. Wird ein paar Kilo schwerer, aber naja, die sind sowieso schwer, die Dinger. Für mehr Grip im losen Sand lassen die anderen Luft aus ihren Reifen. Wie viel machst du, Volker? Vorne und hinten? Vorne habe ich 1,8 und hinten 2,3. Volkmar fährt auf seiner GS übrigens den Anarchy Wild von Michelin. Volker und Markus haben auf ihrer CRF 1000 den K60 Ranger von Heidenau. Auf meiner RD07 fahre ich den K60 Scout von Heidenau und bin auch die Einzige, die an diesem Tag den Luftdruck nicht anpasst, sondern mit den normalen 2,1 Bar auf dem Vorderreifen und 2,3 Bar auf dem Hinterreifen in die Wüste fährt. Wie weit ich damit komme, werden wir noch sehen. Gepäck haben wir schon abgemacht, Koffer sind ab, damit die Dinge ein bisschen leichter sind. Ja. Wüstenbereit. Unsere Verfassung für die Wüstentour verbessert sich noch weiter durch einen Erfahrungsbericht von zwei Reisebegeisterten, die hier schon öfter mit ihren Motorrädern waren. Ich war mal hier zu so einem Girls Camp mit Tina Meyer, Endurofahren in den Dünen, und es war ganz cool. Und ansonsten sind wir halt jetzt 3-4 Mal rumgereist und kennen eigentlich alles ganz gut.
Und heute Nachmittag kriegen wir wahrscheinlich 2 EXCs. Ja, das ist natürlich besser, ne? Ja. Haben wir auch schon drüber nachgedacht, die sagten dann irgendwie, das kriegst du wohl nur mit Guide 200 Euro und dann fährt dir einer hinterher. Das ist total cool, du bist da dankbar drum, weil der hilft dir beim Aufheben und beim wieder losfahren. Und so. Das sehe ich auch alles ein. Wenn du haben willst, mach genau das, aber ja. das ist richtig. Ziemlich teuer, ja. Aber es ist genau, das war das. Für mal eben, 200 aber ansonsten ist Gruppe. Hätte man sich das im Vorfeld schon mal zurechtgelegt, also quasi schon zu Hause und an dem Tag gönne ich mir die 200, dann ich stecke ihm das Ding dreimal in den Sand und kann gucken, wie er mich da rauskriegt. Ne? Wieso die Leute, wenn die, ich habe gedacht, der macht jeden zum Mount Everest Finisher. Komm mein Freund, du fährst hier hoch. Ne? Das fährt halt einer vorne und einer hinten. Ja. Und wenn du hinten auf der Hälfte der Düne stecken bleibst und stehen bleibst, du kommst da alleine nicht mehr weg. Also ich nicht. Ja. Und dann kam der halt immer und hat geholfen und hat mir das, ist natürlich geil, das ne? hat mich wieder fahrbar gemacht. Ja. Das ist total gut. Ja. Also es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ach, um Gottes plus, Willen. Um plus, Gottes dass du in den Dünen, also ich habe schon vorhin zu Jens gesagt, wenn wir heute Nachmittag die Mopeds kriegen, dann fahren wir so ein bisschen auf den vorderen kleinen Dünen rum, weil wenn du halt einmal reinfährst, du bist ja total schnell orientierungslos. Ja. Die Jungs, die kennen ihre Wege. Wie sie da durchkommen und über die Kämme fahren, das weißt du ja gar nicht. Ja. Und dann, also waren schon mal da wahrscheinlich, ne? Öfter mal. die habe ich so gekauft. Ach so, okay. Ich bin jetzt nach dem Wechsel von der KTM auf die BMW ziemlich glücklich. Motorradfahren macht einfach glücklich. Und das kann man sogar hören. It's a beautiful day. So Leute, jetzt erstmal ein Fotochen machen. Noch vor dem großen Wüstentag. Die Maschine ist auf jeden Fall um einiges leichter, das merke ich schon. Unser Campingplatz ist so verlockend schön am Rand der Dünenlandschaft Erkschaby gelegen, dass es einen von uns direkt nach dem Foto in die Sandberge treibt. Wir schieben heute unser Motorrad durch den Sand. So, Christine hilft. Noch mehr Hilfe. Oh je. Diese zwei Helfer haben wir bei unserer Rundtour um die Dünen allerdings nicht dabei. Also wie schaffen wir es trotzdem dadurch? Normal fährst du im Gelände ja so locker bei Sand nach hinten, also wirklich auf der Fußrasse nach hinten, Moped einklemmen, Lenker einklemmen, es wird nicht gelenkt. Und nur mit den Füßen das Gewicht, ne? Nicht lenken, auch dann, wenn du glaubst, dein Bock fängt an so zu machen und das tut er. Ist ganz normal, es gehört zum Sand dazu. Okay. Das fühlt sich an wie Sturz. Kein Stress kriegen. Wenn du das spürst, immer sofort nach hinten. Kein Fall Gas weg, weil dann geht's richtig rein. Ne? Nicht Gas weg und nicht Vorderrad belasten. Wenn du aufs Vorderrad gehst, das macht sofort diesen hier. Ja. Und wie lenkt ihr dann? Wenn ihr nicht lenkt, bisschen nach rechts, den Fußrad. Gewicht, ne? Gewichtsverlagerung. Ja, ja. Das Wichtigste ist, kennt ihr wahrscheinlich von dieser Übung mit der Vollbremsung. Wenn du vollbremst und irgendwo hinguckst, dann kommst du schräg. Wenn du vollbremst und auf den Camper da drüben guckst, dann bremst du gerade. Ja. So ist es da auch. Also wirklich den Blick weit weg und dir ein Ziel suchen und da will ich hin. Gewicht ganz nach hinten und Gas geben. Okay. Also nicht hohe Drehzahl. Und vorm Sand lieber ein bisschen langsamer werden, dass du dann langsam, aber am Gas bist. Ja. Sonst wirst du zu schnell. Ich sitze mit dem Arsch, sitze ich hier drauf. Der muss wie auf dem Donnerbalken hinten raushängen. Ja. Top gebrieft machen wir uns also auf den Weg zu diesem großen Abenteuer im Sandkasten. Doch bevor die Lage ernst wird, werden noch letzte Vorbereitungen getroffen. So, Geld ist abgehoben. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Bonjour. Ça? Une. Oui. 19 machen wir. 20. Merci. Smarkedick, alles hier. Also ein Brot ist auch geil, ne? Oh Mann. Nee, man muss sich zügeln. Oh je. Gebt ihm kein Motorrad. Gebt ihm kein Motorrad. Aval und Endemi. Warum? Wenn du fällst, fällst du jetzt auf. Okay, wir fahren jetzt eine Tanke an, oder? Wir fahren jetzt auch nur zur Rollerei und wieder aus, weil es lustiger ist, wenn du, oder? Ja, ist schon geil, aber ist schon krass. Finde ich, merkt man schon so. Und der Lenker. Die anderen beiden kommen nicht so schnell durch. Wir haben eine Wasserflasche. Ach so, echt? Glaube ich nicht. Freunde, ich sage euch,
Das ist Freiheit pur, sich hier so in freier Wildbahn mit der Afrika Twin austoben zu können. Und das ist erst der Weg zur Tankstelle. Die knallt manchmal bis zum Ende der Gabel durch. Krass. Hui. So, eben den Tank gefüttert. Dem Wachtmeister freundlich winken. Okay. Und ab geht die Post, endlich Sandburgen bauen. Die vom Wind geformten Wanderdünen hier erreichen eine Höhe von 150 bis 160 Meter. Insgesamt geht die Dünenlandschaft Erg-Chebbi 22 Kilometer von Nord nach Süd sowie 5 Kilometer von Ost nach West. Das ist zwar im Vergleich zur Wüste Gobi, die 1000 Kilometer breit und 2000 Kilometer lang ist, nichts. Aber dafür lässt sich die Gobi auch nicht an einem Tag umrunden. Und das haben wir ja schließlich heute vor. Frisch getankt. Chaka. Erster Gang. Scheiße hier. Hey, ich komme hier aber raus. Ich kann nicht mehr lenken, das ist das Problem. Ich will darüber, aber man soll nicht lenken. Aber ich will nicht langsam werden. Shit. Ei. Ah, komm, Queenie. Nein, nicht da lang. Nicht da lang. Shit. Okay. Ich glaube, kriegt man die jetzt da wieder raus? Ich komm. Ich grab mich immer tiefer ein. Okay. Absteigen. Okay, Queenie steht auch ohne Seitenständer jetzt. Läuft hier, läuft. Und wir waren noch nicht mal ganz drin in der Erg-Chebbi. Wir haben hier zwar nichts gebucht, ein Helfer ist aber wie aus dem Nichts trotzdem auf einmal da. Fuck, ey. Zum Glück weiß dieser Einheimische, was zu tun ist. Für den ist das hier wahrscheinlich sein täglich Brot. 1, 2, 3. Okay. Rausgehoben. Ah, okay. Okay. Hinlegen, raus aus dem Loch und da. Ah, das ist ja geil. Das ist super. Top. Perfekt. Perfekt. Und. Okay. Okay, slow, sagt er. Aber Volker auch. Ich kann dir gerade nicht helfen, Volker. Ich muss mal gerade hier meiner Queenie beistehen. Und Markus macht das Entstehen.
kommt der nächste Tiefsand, ey. Soll ich schieben? Ja, das hält. 1, 2. Kippt die nach da, ne? Wir kippen die? Wir müssen nach da ziehen. Wenn die nach da zieht, dann fällt es um. Weil du musst nach vorne ziehen. Ja. 1, 2, 3. Falls es wie fürs Schrauben auch Muskelgruppen gibt, die beim Motorradaufheben besonders gebraucht werden, dann sind die bei diesem Herrn bestimmt besonders gut trainiert. Ja. Und 1, 2. Joggen durch die Wüste. Eieiei. Yes. Oh, danke, Markus. Ich schaff das. Selber auf? Oh, danke. Ja. Alter, check. Ja. Ja. Das ist anstrengend. Muss mal Pause machen. Oh. Alter, wir haben erst 10 Kilometer von 60. Okay. So, da vorne ist eine Straße. Die Temperaturen sind jetzt, Ende Oktober, perfekt für so eine Unternehmung. Genau richtig, um nicht unter dem Helm wegzuschmilzen oder gar wie ein Eis am Stiel auf dem Bike festzufrieren. Zwischen Juli und September steigen die Temperaturen auf ein Maximum von 29 Grad, wohingegen es von Dezember bis Februar am Tag nur noch 16 bis 17 Grad sind. In der Nacht sinken die Temperaturen dann sogar auf 9 Grad. Frühling und Herbst ist hier also Hauptsaison, während es im Sommer aufgrund der hohen Hitze ruhiger ist. Ja, hoch. Nachdem Volkers Motorrad wieder in die Senkrechte gebracht wurde, bekommt auch Markus Starthilfe aus der Düne heraus. Schaka. Okay, Markus gibt ihm jetzt 10 Euro für die Hilfe. Überschätzen wir uns hier maßlos mit unseren dicken, schweren Reise-Enduros? Das Buch mit dem Rundkurs ist für 4x4 Fahrzeuge ausgeschrieben, nicht für 2 Räder. Egal, unsere Abenteuerlust und der Ehrgeiz sind größer als der Widerstand dieser ersten Hürde. Außerdem sind wir zu viert und somit eigentlich 8 Räder statt nur 4. Second try von der Straße weg. Eieiei, das ist hier Materialtestung. Boah, Volker, Hilfe. Hallo. Das ist unser neues marokkanisches Lied. Hier auch so ein kleiner Sandsturm. Super, wird immer besser. Nee, Markus, das ist hier tief. Das ist hier ziemlich tief. Alter, nein. Viel trinken, ja, du hast recht. Gerade hier in solchen Passagen kann man es mal nutzen, ne? Das ist hier automatisch shaked water.
ist eine offizielle Straße. That's why we like Marokko. So, ein kleines Sandfeld, einmal Gas geben. Nicht lenken, einfach gerade gucken, weit gucken und dann weiter. Was? Dein Ego hat gesagt, du sollst da hinten fahren. Warum? Sag deinem Ego, dann muss es halt wachsen. Geradeaus gucken, geradeaus. Oh, hier. Immer schön auf die Schottersteine. Ja, dann viel Spaß, Markus, ey. Achso, oh, das andere rechts. Ja, von mir aus. Das können wir machen. Make the cam on and I try the way. Jo Leute, das muss man aber ganz schön Gas geben hier. Boah, shit, die Mitty, ey. Chakalaka. Erkçebi liegt unmittelbar nördlich des touristischen Hotelortes Merzuga. Und von hier aus ist es möglich, über eine Autostraße bis nach Zagora zu fahren. Ein größerer Ort kurz vor der zweiten interessanten Wüste Marokkos, Erkçegaga. Erk bedeutet übrigens so viel wie Dünenmeer und bezeichnet große Sandmeere und Dünenfelder in den Wüstengebieten dieser Erde. Hier findet man offenbar nicht nur genau die richtige Landschaft für Motorradabenteuer, sondern auch für Hochzeitsbilder. Rechter, echter Skorpion innen drin. Bevor ich hier noch was kaufe, mache ich mich lieber aus dem Staub, im wahrsten Sinne des Wortes. Aus. Markus fährt nun zu Volker und Volkmar, um ihnen aus einem Sandfeld hinauszuhelfen. Währenddessen nehme ich diesen Ort mal im Stillstand wahr. Wind weht streng über die Piste.
Jeeps brettern hinter mir vorbei. Was ein einmaliger Moment. Ich muss umdrehen? Ja, okay. So, ich werde jetzt mal versuchen, hier umzudrehen. Das kann ja lustig werden. Ich muss mir nur überlegen, wo ich hin will. Ich versuch's mal auf die harte, zarte Tour. Ein bisschen vor und ein bisschen zurück. Das müsste ja gehen. So ganz entspannt, ganz zart. Drehen auf der Stelle. Zack, zack, zack. Da vorne wird schon mies. Da ist nämlich schon tiefer der Sand. Zack, 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 zack. Und noch ein bisschen. Da kommt ein Auto. Da, wo die Autos fahren. Da müsste ich ja auch gut fahren können, aber ich komme von da. Ich muss mal gucken. Hi. Ja, läuft. Ich bin wieder auf Spur. Einfach weiter, Caro. Weiter, weiter, weiter. Und jetzt Gas hier. Oh, fuck, fuck, fuck. Durch. Durch, 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 Caro. Gas, Gas, Gas. Scheiße. Ist egal, ich krieg das hin. Ich kann nicht heben. Ich krieg das hin. Kein Problem. Kein Problem. Ich bin gut gefallen. Ich bin gut gefallen. Okay, eins, zwei und... Geschafft. Jetzt zu sein. Okay. Check. Wie mache ich das jetzt am besten? Okay. Markus, seid ihr noch da am Aufgraben? Okay. Ein. Warte. Ich komme hier raus, aber ich bewege mich ein bisschen vorwärts. Ich komme raus. Hab's geschafft. Ich schaff's. Wollen wir nicht umdrehen? Warte. Wow. Wow. Also wie jetzt? Markus erzählt, dass Volker und Volkmar entschieden haben, umzudrehen. Nach vielen Sandfeldern und mehrfachem Festfahren war es vor allem für den gesundheitlich geschwächten Volker besser, den Tag in der Stadt zu nutzen. Volkmar leistet ihm freundschaftlich Gesellschaft. Markus und ich überlegen nun, ob wir die Tour zu zweit wagen wollen. 2600 Meter. Und ab da ist eventuell eine Straße in Asphalt. Okay. Ja, komm, wir machen's. Die anderen wissen ja auch Bescheid und können Hilfe holen, falls wir hier irgendwo verloren gehen. Okay, dann drehe ich. Ja. Erstmal auf Geschwindigkeit kommen und dann in den großen Bogen. Gut, ich versuch's. Thank you.
Die Wüste ist wunderschön. Hier zu fahren ist ein einzigartiges Erlebnis, für das es sich absolut gelohnt hat, den langen Weg zurückzulegen und die vielen Stürze und Schweißtropfen zu kassieren. Je länger wir hier im Sand unterwegs sind, desto besser komme ich damit klar. Man gewöhnt sich irgendwie dran und der Spaß überwiegt. Es ist wie ein riesengroßer Freizeitpark, der eine Mischung aus Adrenalin, Faszination und totaler Freiheit entstehen lässt. Chaka, wir haben es geschafft über den Berg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommt ja gleich so ein Quad her, wa? Einmal Karo Matsche. Bäm, frontal. 4x4. Wow, Leute! Krasser Shit hier, ey. Ram! Ram! Wow, das ist geil, das macht voll Bock, oder? Und da hinten sind Kamele! Oder? Nee, Hütten. Wie man hier am Rüttelfaktor gut erkennen kann, so eine Wüstentour ist besser als jede Achterbahnfahrt. Wer will noch mal, der hat noch nicht allein steigen. Auf dem folgenden Abschnitt ist die Route gespickt mit alten, längst verlassenen Ruinen, die sicher einst mal kleine Städte waren. Durch diese kann man mit dem Motorrad hindurchfahren, um einen tieferen Einblick zu erhaschen. An Nomadensiedlungen kommen wir im weiteren Verlauf der Strecke auch noch vorbei und es ist wirklich faszinierend zu sehen, wie die Menschen hier hausen. Mit dem Esel vor der Hütte und aus Stöckern und Tüchern zusammengebauten Häusern. Krass, dass die hier leben. Wahnsinn. Aber ich glaube, die leben auch davon, dass hier immer mal wieder Leute vorbeikommen, die irgendwas kaufen. Die freuen sich immer, wenn jemand liegen bleibt. Dann können die noch mal ein bisschen extra Kohle machen. Hier ist sogar ein Camp. Sahara Binage Camp Services. Wollen. Ich glaube, nein. No, no. Ja, Zähne putzen wäre aber auch nicht mehr schlecht. Ich glaube, wir tun denen keinen Gefallen mit den Lutschern. Den nächsten Mal verteilen wir Zahnbürsten, genau. In diesem Teil kommen wir richtig gut voran, da der Sand hier nur in so Art Feldern phasenweise liegt.
was jedoch auch dazu verleitet, zu schnell zu fahren und dann das Motorrad im entsprechenden Moment nicht mehr ausreichend unter Kontrolle zu haben. Ça va? Wolle Sand kaufen? gibt's da kostenlos, brauche ich nicht. Ich mache einen Sandengel. Oh, ich bleib hier, fahrt ihr mal, ich bleib einfach. Hätte ich rheumatische Beschwerden, könnte so ein Sandengel jetzt meine Medizin sein. Bei Marokkanern ist es nämlich eine Tradition, die Wärme des sommerlichen Dünensandes zu nutzen, um Rheumaleiden zu lindern oder sogar zu heilen. Karo Sandburgenbau. Heb dich mal hier hoch. Wie nie müde. Wie nie schlafen. Los jetzt, aufstehen. Ich könnte so eine kleine Sandmeditation machen. Das hat auch irgendwie was. Oh, hier ist noch Kamelkacke. Das kann ich verbrennen, falls ich hier mal bleibe. Nein, ich mache hier nicht in den Sand. Wir hinten scheiß mal auf, dann fahren wir weiter, oder? Ja. Hey ho, let's go. Gerade noch Lollis verteilt. Ganz verteilt die Sahara mal. Nee, scheiße, die liegt ganz blöd. Ich hier vorne, du da hin. Ja, eins, zwei, fünf. Zwei. Zwei. Und. Gar nichts. Eins, zwei, drei. Drei. Nee. Durch vorwärts. Oh, shit. Oh, Scheiße. Markus. Hallo? In diesem Moment rutscht mir echt das Herz in die Hose. Markus! Komm jetzt! Mann, was machst du? Oi, Junge. Okay, jetzt ist sie zumindest da hinten raus, ne? Okay. Jetzt. Und hoch. Eins, zwei, drei. Yes. Okay. Angé, ja. Hat Aufkleber gefunden, Hauptsache. Ja, da geht noch was, da geht noch was. Sehr geil, sehr geil.
Suga ist nicht mehr zu sehen. Und so entsteht in manchen Augenblicken wie diesem das Gefühl, mitten in einer zeit- und lautlosen Sandlandschaft zu sein. Nur die Laute unserer Freudenrufe und die Motoren sind jetzt zu hören. Und zur Abwechslung hier auf weiter Flur kein Mensch, Quad oder Kamel. Wie Hasen die Haken schlagen, springen auch unsere Motorräder im tiefen Sand hin und her. Mit 60 km/h durch die Wüste, die gute Afrika-Twin macht es möglich und ihrem Namen alle Ehre. Auch wenn man meinen könnte, bei dieser unendlichen Sandlandschaft würde Langeweile oder Eintönigkeit aufkommen, ich sage euch Freunde, das tut es in keinem Fall. Ganz im Gegenteil, es ist Spannung, Abenteuer und Abwechslung pur und man muss stets aufmerksam sein. Ohnehin hätte ich nicht gedacht, dass die Sahara zu 80% aus Kies, Steinen und Felsen besteht und die Sandmeere nur 20% ausmachen. Trotz Mischreifen und vollem Luftdruck komme ich in diesem Gelände erstaunlich gut vom Fleck. Klar, eine geführte Tour mit Guide, Kamel oder Quad wäre sicher bequemer gewesen. Aber so haben wir das Gefühl, der Wüste noch näher gewesen zu sein und sie viel purer erlebt zu haben. Wir haben es geschafft, die Sanddünenformation Erg Chebbi einmal komplett zu umrunden. Aus eigener Kraft, wenn auch stehend, sitzend, liegend, fliegend, eingegraben und mit hüpfendem Herzen. In diesem Moment bedanke ich mich innerlich bei dem für mich besten Motorrad der Welt. Queenie, du hast heute einen Wüstentraum wahr werden lassen. Ein Kommentator meinte unter meinem letzten Video, dass wir Motorradfahren als Mittel zur Bewältigung einer Midlife-Crisis entdeckt hätten. Nun ja, sollte ich jemals eine solche haben, sind diese Abenteuer sicher ein besserer Weg, als schadenfrohe Kommentare zu schreiben. Ich glaube sogar, dass Reisen und Motorradfahren im Allgemeinen derartige Krisen vorbeugen kann, weil man für das losgeht, was einen begeistert und nicht vorm Rechner sitzt und anderen dabei zusieht, wie sie das tun, was einen selbst wahrscheinlich auch glücklich machen würde. Also, solltet ihr mal frustriert sein oder euch dabei ertappen, missmutige Kommentare zu schreiben, schmiedet lieber Reisepläne. Letzten steinigen durchgeschüttelt werden, erreichen wir wieder asphaltierten Untergrund. Wir fahren nun zurück nach Merzouga, wo wir Volker, Volkmar, Christine und Jens wieder treffen. Ich muss gestehen, richtig aufnahmefähig bin ich an diesem Abend nicht mehr. Zu präsent sind noch die Eindrücke der vergangenen Stunden. Ich bin dankbar, dass wir und die Motorräder heil aus der Wüste zurückgekehrt sind. Denn dass so eine Tour auch ganz anders ausgehen kann, ist uns bewusst. Ich liebe heute wieder mal was. Ja,
Das mag ich. Hab mal gesehen, Race to Dakar. Ja, Ja. Als es schon längst dunkel ist, verabschieden wir uns von Christine und Jens, deren Fahrtipps Gold wert waren. Ciao! Morgen warten schließlich neue Ecken in Marokko darauf, erkundet zu werden. Also wir nehmen diese landschaftlich grünen Strecken mit den Oasen und dann kommt hier Gorges du Todra. Das kommt jetzt hier hinter uns. Willkommen zu Draschlort. Super. Wir machen hier keine Werbung, aber das soll man mal gesagt haben. Ne? Ja, genau. Caro müde. Caro schlafen. Das sind so nette Felsspalten, da kann man sich auch schön reinlegen zum Schlafen. Ne? Quando Costa. Das seht ihr in der nächsten Folge von Caro unterwegs in Marokko. Wir sehen uns.